Aus Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Erster Akt, 25. Szene, Korso. Ein deutscher und ein österreichischer Soldat, Schulter an Schulter, treten auf. Wachtmeister Wagenknecht. Da sind wir denn alle angetreten und unser Oberbombenwerfer sagte: Jungens, wenn ihr jetzt mal Lust habt, immer fester drauf. Feldwebel Sedlacek, sich ganz nah an ihn haltend und erschreckt zu ihm emporblickend: Geh! Wagenknecht: Erlaube mal, du lehnst ja an meiner Schulter. Sedlacek: Ah, pardon. Tritt zurück. Wagenknecht: Na, so geht's wieder. Also denk mal an. Der Oberbombenwerfer überließ es uns. Da schau her. Das ist eine unserer größten Niederlagen, zeigt auf ein Schaufenster. Wie? Ach so, ich glaubte. Also hör mal. Er steht jetzt ganz dicht an Sedlacek, der zurücktaumelt. Sedlacek: Oh weh, du druckst auf meine Schulter. Wagenknecht: Pardon. Also hör mal. Der Oberbombenwerfer. Entschuldige, dass ich unterbreche. Mir ist es nämlich unklar. Na nu? Na, nehme ich entschuldige. Der Oberbombenwerfer, sagst du, hat's geschafft. Aber ihr seid doch alle Bombenoberwerfer. Wer hat's also geschafft? Ich verstehe deine Zweifel nicht. Ich sagte doch, pass mal besser auf, der Oberbombenwerfer. Na ja, aber entschuldige. Wirfst du denn nicht auch Bomben over? Also bist du doch auch ein Oberbombenwerfer. Na wieso denn? Na hör mal, äußern. Der Oberbombenwerfer, das ist doch einer, was die Bomben oberwirft, oder nicht? Oberwirft, was ist denn das? Sedlacek macht die Pantomime des Werfens. No, verstehst nicht? Ober von da schau her, ober auf die Leute. Ach so, jetzt verstehe ich. Nee, Junge, das ist aber auch zu witzig. Ich lach mich tot. Das ist ja zum Schießen komisch. Nee, so hatte ich's nicht gemeint. Dafür haben wir doch den Ausdruck herab. Sedlacek ihn verständnislos anblickend. Was? Wo ist denn der herab, Bombenwerfer? Ach nee, das gibt's nicht, Menschenskind. Pass mal auf. Ich meine, der Bombenwerfer wirft die Bombe herab. Aber der Oberbombenwerfer, Sedlacek ihn anstarrend. Aber der Ober, was? Nu, das ist doch der Chef von die Bombenwerfer. Darum heißt er doch Oberbombenwerfer. Wie soll ich dir das nur klar machen? Zum Beispiel, ach ja, ihr wisst doch, ihr habt doch auch die Bezeichnung Oberkellner oder Oberleutnant. Hörst, jetzt verstehe ich dich. Äußern, wie der Oberleutnant der Vorgesetzte von die Gest? Oder nein, wie der Oberkellner der Vorgesetzte von der Mannschaft? Nein, ach siehste, in dem Fall sagen wir einfach der Ober. Sie, Herr Ober, kommen Sie mal ran. Sedlacek dreht sich um, salutiert erschrocken. Du hast einen Oberleutnant gerufen? Aber Menschenskind, da könnte ich doch nicht Ober sagen. Siehste, beim Kellner lässt man eben die Berufsbezeichnung weg und sagt einfach Ober. Aber über... Ober, aber über... Ach nee, ich wollte doch nur sagen, über die anderen Vorgesetzten darf man sich nicht so Antanu ausdrücken. Ja? Man sagt zum Oberleutnant nicht Sie, Herr Ober. Das wäre doch eine Beleidigung. Na und ähnlich ist es mit dem Oberbombenwerfer. Ich verstehe. Man muss also sagen, Herr Oberbombenwerfer, darf ich jetzt deine Bomben oberwerfen? Na, meins wegen, wenn es dir Spaß macht. Ach, ihr Österreicher, seid doch zu ulkige Kunden. Na, ihr startet einen Augenblick hier nicht wieder, nur austreten. Er geht zu einem Anstandsort. Da er eben eintreten will, tritt Hans Müller heraus, geht auf den deutschen Wachtmeister zu und küsst ihn. Ja, haste Worte. Ja, hören Sie mal, das ist ja recht liebenswürdig. Ihr Wiener seid überhaupt ein niedliches Völkchen. Aber